Technologie. Guckt mal, jetzt passiert da gleich was. Moment. Und. Und. Warum passiert es jetzt nicht? Ich hab die Welt kaputt gemacht. Ich hab die Welt kaputt gemacht. Komm schon. Mach deine Magic. Geschwisterprogramm. Jetzt. Ach, guck, jetzt ist das Spiel im Vollbild. Krass, oder? Ich hab jetzt eine Elgato. Ah, Gott. es werden Worte verschluckt heute. Weil der Fehler immer noch nicht weg ist, möchte ich kurz anmerken und ich mein altes Mischpult gerade angesteckt habe und keinen Bock habe, das andere jetzt wieder anzustecken, weil ich das schon tausendmal umgesteckt habe und ich keine Lust mehr. Ah! Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker. Heute spielen wir die Level von Roblox, wie schon davor angekündigt. Und ich habe eine neue Capture-Karte. ich habe mir jetzt die Elgato HD Pro 60 oder wie auch immer bestellt. Eingebaut in meinem PC, die ist jetzt intern, nicht mehr per USB angesteckt, aber mein Mischpult fällt trotzdem noch immer millisekundenweise aus. Ich habe jetzt eine neue Soundkarte noch bestellt, weil ich diesen Fehler irgendwie irgendwann noch gelöst haben möchte. Und ich nehme gleichzeitig auf eine neue Festplatte auf die ich noch nicht aufgenommen habe, um zu gucken, ob der Fehler bei der auch auftritt, ob es an der Festplatte liegt, dass die irgendwie überfordert ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Zombies Suche nach dem Problem ist immer noch nicht beendet und es werden heute also wieder Worte verschluckt. Wenn also irgendwie in einem Satz mal ein Wort fehlt, wisst ihr warum. Oder wenn es irgendwie abgehackt klingt. Der Fehler tritt nicht so häufig auf. Kam mir auch vor, als würde er weniger häufig mit der internen Capture-Karte auftreten. Aber wir schauen mal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall diese 8 Level von Roblox oder wie viele wir auch immer in einer Folge schaffen. Ich gebe gerade den Level-Code ein. 7E36. Stimmt's? Okay. Bitte heißen die auch 1-1, weil dann wäre es schön einfach, die rauszusuchen. Ja, genau, cool. Danke, Erik. Da kann ich jetzt einfach schön raussuchen. So, merkt euch die ID, dann könnt ihr einfach dem Nutzer angucken und dann könnt ihr auch alle Level von dem spielen. Easy peasy. Das wirkt für ein kurzes Level. Aber spielen wir es mal. Wenn schon alle Level von dem da sind, dann spielen wir auch alle Level. Noch komisch mit diesem Fehler aufzunehmen, weil ich mich die ganze Zeit unwohl fühle. Aber vielleicht tritt er jetzt gerade gar nicht auf und dann bin ich kacke. Das ist einfach. Aua! Hä? Warum kamst du raus? Der Mario Maker hat seine Engine geändert. Ich muss mich töten. Warum bin ich da hochgesprungen? Ich weiß es nicht. Aber warum kam die Pflanze raus, als ich drauf war? Das ist the real question of the life. So. Egal. Diesmal wird sie uns nicht mobben, weil wir warten. Wir zeigen uns in Geduld. Und dann wird sie so beeindruckt von uns sein, dass sie uns einfach passieren lässt. Oh Gott. Wisst ihr, dass ich diese großen Gumbas hasse dafür, dass sie in mehrere explodieren? Nein? Dann wisst ihr es jetzt. Oh, okay. Ich hätte mir jetzt irgendein anderes Ergebnis vorgestellt. Aber soll mir recht sein. Oh, eine Fire Bloom? Dann können wir jetzt endlich hier alle vernichten. Ja, draußen sind gerade Lärmgeräusche und alles Mögliche, aber ich habe wenigstens nicht mehr dieses nervige Grundrauschen. Deswegen will ich dieses Mischpult so unbedingt behalten, weil ich mag es von der Qualität her. Man kann irgendwelche crazy Soundeffekte anmachen. Ich weiß gar nicht, ob der gerade funktioniert. Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß es nicht. Sollte. Aber man kann auf jeden Fall crazy Stuff damit machen und das ist cool. Und eigentlich gefällt es mir ziemlich gut, das Mischpult, aber man kann es halt nur per USB anstecken. Und der sind die Problems. Aber mal gucken, ich habe jetzt eine neue Soundkarte, dann brauche ich irgendwann noch ein neues Mischpult und dann funktioniert vielleicht die Welt. Beenden muss ich jetzt klicken, ne? Und dann kann ich wieder auf seinen Kopf klicken und dann kann ich die anderen Level raussuchen. Weil wir spielen ja heute Super Erik Land. So. Oh, guck mal, er hat sogar 3-1 schon angefangen. N-Original. Wofür steht das N? N-Punkt Original. Nicht Original. Oder Niemands Original oder Nintendo Original. Es ist auf jeden Fall angelehnt an die ersten normalen Level. Weil das erste normale Level war der Anfang war ähnlich. Und hier sieht es auch ähnlich aus wie beim Classic Super Mario. Was ich ganz cool finde. Aber es hat irgendwie auch eigene Variationen drin. Ach, der Super Mario Maker ist eigentlich schon cool. Muss ich ja sagen. Muss man ja schon sagen. Ach, ein Pilz. Na, den habe ich mir aber hoffentlich auch verdient. Oh, eine Challenge. Boah, boah, boah.
alle vernichtet. Und jetzt noch ein weiter Sprung. Ach, das war so cool. Die ganzen... Huiuiuiui. Ich hasse große Gumbas. Oh, das war aber schwer. Ich wollte die Zielfahne erwischen. Okay, das war Dummheit. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sowas schafft. Einfach vorm Ziel, einfach aus Ehrgeiz in den Tod zu fallen. So. Zack, zack. Dann hier mein Pilz. Nein, noch weiter. Hier mein Pilz. Ah ja, Pilz. Blub, blub, blub. Okay. Ja, ich wollte die Fahne erwischen und man kann ja im Super Mario Maker, was man noch nie vorher in Mario spielen konnte, an der Fahne vorbeispringen. Aber das, damit man wahrscheinlich mehr Freiheit beim Bauen hat. Und ja, ich wollte unbedingt die Zielfahne oben erwischen und habe nach links gelenkt und bin dann nach unten gefallen. Und dann habe ich nach rechts gelenkt, aber dann war ich schon zu tief und tot. Also habe ich mich selber umgebracht. Weißt, jetzt habe ich kein Grundrauschen mehr, aber dafür haben wir einen schönen Bagger im Hintergrund. Das ist doch, das wünscht man sich doch im Leben. Mehr Bagger in Sombras LPs. Aber was ganz cool ist, ich zeig's euch mal gerade, was mir gefällt. Hier, guck mal. Hier hat man so ein kleines Ding und da kann man den Ton einstellen und es merkt sich das. Das ist voll Hightech, weil bei der Avamedia, zumindest bei der alten Software, die ich bei der Capture-Karte, die ich hatte, brauchte, da kann man Ton an- und ausmachen nur. Aber es gibt keine Lautstärkeregler und da muss man immer in den Audiomixer gehen. Aber hier kann ich einfach Mario Time und laut und leise drehen und hier unten kann man den Sound dann komplett muten. Das ist ganz crazy. Habe ich mir aber selber gekauft, weil ich mittlerweile es hasse, anzuschreiben wegen irgendeinem Scheiß. Besonders, weil die einfach 8-mal so lange brauchen, als wenn man sich selber kauft. Dann schreibt man mit denen, dann muss man erst irgendwie 80-mal mit den Leuten hin und her schreiben und dann kommt es irgendwie nach 7 Wochen an. Und ganz ehrlich, als YouTuber kann man sich dann einfach lieber selber kaufen und hat es dann nach 2 Tagen. Das ist wesentlich easier. Ich wollte trotzdem es zeigen, weil wenn es funktioniert, hat es ja sein Lob verdient. So. Und wie gesagt, Werbung muss gekennzeichnet werden, sonst ist es nicht sonderlich legal. Und ich halte mich gerne ans Gesetz. Ob man es glaubt oder nicht. Nein, nein, eigentlich bin ich ein Schwerverbrecher und betrüge euch nur alle. Ich mag euch gar nicht. Na gut, ich kenne euch gar nicht. Das ist jetzt nicht groß hier eine Lüge, aber ich mache natürlich meine Let's Plays nicht freiwillig. Ich werde hier natürlich zu allem gezwungen. Oh. Die Levels sind chillig. Die sind echt chillig. Also auf einem... Boah, Alter, ich gehe das Fenster zu machen. Die sind zu? Ja. Die sind zu? Die sind zu. Ach Mann. Ich will hier die Fenster zumachen und dann sind die schon zu. Dann schließe ich die Tür. Irgendwas muss hier geschlossen. Kommt von der Seite. Kannst du nicht viel machen. Damn you, Bohrer. Okay, ich kann nichts machen. Hat Jesse mir bestätigt. Habt ihr wahrscheinlich gehört. Oh, da ist das Mikrofon gerade eine Sekunde ausgefallen. Das habe ich gesehen. So. Dann Welt 1 Burg. Wir spielen. Ja doch, kommen wir echt recht flott durch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle 8 Level direkt schaffen, aber wir müssen ja nicht alle 8 spielen. Level bleiben Level. Oh, kriegt man direkt ein Leben. Das war jetzt aber nicht so wunderlich versteckt. Boah! Gebt mir mehr Kanonen, Kugeln. Okay, zu viele, zu viele. Ich nehme es zurück. Ah, wisst ihr, was ich gerne bei Mario-Spielen gemacht habe? Ich habe gerne Kanonenkugeln mit mir rumgeschleppt. Ich fand es immer super cool, die Kanonenkugeln durchs ganze Level mitzunehmen, als Kind. Habt ihr es auch gerne gemacht? Einfach, um sie dann später auch zu nutzen. Oh, 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 geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh Gott, oh Gott. Das ist doch gemein! Okay. Ja, mach ich alles gerne, alles gerne. Au. Ich hatte eigentlich direkt springen gedrückt, aber es hat nicht gereicht. Ach man, warum Notenblöcke? Ich glaube, in keinem Nintendo-Spiel waren die so gesetzt, dass man damit Sprünge machen musste. Und ich weiß auch warum. Zu Recht, sagen wir es so. So.
Oh, Creepy Mario. Der mit dem hohen Sprung. Ist ja voll weihnachtlich hier. Der Creepy Mario ist der Beste. Und der Toteste von allen. Ach man, ich hasse Notenblöcke. Ich will den einfach aus... Ja, ich bin gestorben, weil ich den ausweichen wollte eigentlich. Aua, fuck. Ich konnte nicht mehr umdrehen. Der arme Goomba da unten ist da ganz eingemauert. Wer hat sich das ausgedacht? Fuck, ich wollte auf der rechten Kanonenkugel landen. Wie auch da richtig viele gestorben sind. Nee, das ist alles meine Tode. Ach. Ich will einfach schnell sein, aber dann kommen immer diese kleinen Stachelviecher da runtergelaufen. Und jedes Mal sterbe ich da. So. Jetzt mal hier über Speedrun. So. Pilz, please. Thank you, Pilz. Es klingelt an der Tür und Gonzo rastet aus. Moment, sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich bin, während ich kurz Pause gemacht habe, von diesem Strahl da unten getroffen worden. Leider. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. Jetzt müssen wir nur noch hier rüberkommen. Den da aktivieren. Dann da hinspringen. Dann an dem bösen Mega-Schildkröten vorbei. Dann an dem Goomba vorbei. Dann bloß nicht vom Bowser-Feuer vernichtet werden. Oh Gott sei Dank. Jetzt können wir die hier wegmachen. Jetzt können wir hier hochklettern. Aua. Von seinem Feuer. Ha, 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 ha. Ha, ha, da konntest du mit deinem Stummelbeinchen zu mir hinrennen. Das hat ja nichts gebracht, Bowser. Da, 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 da. Nice. Da haben wir es dann endlich geschafft. Trotz kleiner Unterbrechung zwischendurch. Cool. Haben wir die eine Welt geschafft? Achso, Tearaway betreffend. Ich weiß, es gucken nicht viele, aber trotzdem will ich, sage ich es hier mal einfach. Ich schreibe es einfach mit in den Titel, so dumm es auch ist. Info zu. Na, kann ich nicht, sonst kommt es automatisch in die Playlist. Aber ich kann es ja rauslöschen, per. Okay, schreibe ich doch in den Titel mit rein. Bleib pausiert, bis ich den Fehler behoben kriege. Es wird fortgesetzt, ganz sicher. Weil ich das selber fertig spielen will, weil ich sehr viel Spaß an dem Spiel habe. Und das eh schon immer durchgespielt haben wollte, seitdem ich die PS Vita Version hatte, die ich nicht fertig gespielt hatte. Aber zu zweit ist das echt cool durchzuspielen. Zack. Ach, und ihr könnt auch alle, die es angeguckt haben und die ersten zwei, drei Parts öde fanden, können jetzt nochmal reingucken. Das baut nämlich ein bisschen mehr Spannung auf im späteren Spiel. Und man kriegt wesentlich mehr Fähigkeiten und Sprünge und Rollen und bla. Ah, ich werbe für mich selbst. Ich bin Zombie. Hoppapa. Spielen wir das Level noch. Und dann gucken wir mal. Ich werde schauen, dass ich stattdessen... Natürlich etwas, was wahrscheinlich alle wesentlich mehr freut. Mit dem echten Maudado LP. Eine Adventure-Map aufnehme, die ich schon seit Ewigkeit mit ihm aufgenommen haben wollte. Und dass ich die dann hochlade, die Tage. Es wird auch eine längere Map, so wie die ich mit Herr DK gespielt habe. Aber halt dieses Mal eine mit Maudado, die extra für mich und Maudado gebaut wurde. Was ganz cool wird, bestimmt. Wo einer auch schon wahrscheinlich seit Ewigkeiten drauf wartet, also der Bauer. Werde ich gucken, dass ich die aufnehme. Ich hoffe, dass ich krieg's hin. Genau. Warum spiele ich jetzt noch das Wasserlevel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil wir erst 11 Minuten hatten, wo ich den Cut gesetzt habe. Oh Gott, ein Wasser-Autoscroller. Also du... Es gab echt wenig Autoscroller bisher. Ich hasse Fische. Oh. Ja, wir haben den kompletten Fisch getötet. Das ist eine coole Idee. Ein bisschen sinnlose Ideen, weil ich eine Feuerblume habe. Quali, Quall, Quallen, Quall, Quali, Quall, Quallen.
sehen überhaupt gar nicht so qualig aus, die Quallen. Und du hättest schon ein bisschen enger machen können. Ist ja doch nicht so anspruchsvoll jetzt hier. Oh. Da habe ich mich zu früh gefreut. Ja, das ist jetzt zu eng. Genau, da nimmt er mir meine Feuerblume vor der Apokalypse weg. Ich muss aber immer nur schräg unter dem bleiben, dann schwimmen die immer nach oben. Die bleiben, immer wenn die auf meiner Höhe sind, schwimmen die weiter nach oben. Kann man die voll nach oben drängeln. Nice. Geht hier Mario aus dem Bild. Aber Roblox, hast du echt... Gib dir mal hier nochmal ein Sternchen. Coole Levelliste gemacht. Ach, da kriegen sie auch Namen dann schon. Oder schreibst... Naja, Luftschiff, Burg. Zwei Level noch. Ja, schaffen wir Welt 2 auch noch. Von Super Roblox... Super Roblox... Brothers. Auch wenn es nur einer ist eigentlich, der Mario, aber egal. Und Roblox ist auch nur einer. Gecheatet! Nicht so ganz gecheatet, wie ich gehofft habe. Okay. Ja, gecheatet. Kletter doch an die Ranke, Mario! Du Gurke. Weil dieses Level so langsam mitwackelt, war es gerade ein bisschen schwer zu koordinieren. Schauen wir mal, wie schwer es ist, wenn man hier... Oh. So viel zu hier unten lang läuft. So. Wo ist mein Pilz? Ah, da ist er. Nice. Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Mein Autosprungheck funktioniert. Oh Gott, waren da viele Kanonen. Aua. Was ist hier los? Oh Gott. Baby Bowser, das war gemein. Du kannst doch nicht einfach einen Panzer zu mir reinwerfen. Ach Mann, ich will sowas nicht öfter spielen müssen. Ich will einen Checkpoint vom Boss. Ich will nicht öfter so viel Spaß haben. Okay, den Sprung schafft man nicht. Obwohl, ich bin auch ein bisschen früher abgesprungen als genau am Rand. Ich bringe mir mal nochmal ganz genau am Rand ab. Ja, okay. Das war ein guter Versuch. Nice try. Nice triangle. Moment. So. Speedrun Strats. Habt ihr das gesehen? I'm the King of the Universe. So, da nochmal ducken. Den Raupi ein bisschen reinlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir haben den Sprung. Oh oh. Ein Wunder, dass wir nicht verbrannt wurden. Alter, wie soll man denn hier nicht getroffen werden? Fuck! Du scheiß Cheater! Cheater, Baby Bowser. Ich will jetzt keine 100 Minuten mehr. Warum? Ein Level noch. Und dann brauche ich wieder 100 Jahre, um es zu schaffen. Nö, ich hör's. Ich will nicht aufhören. Ah, ich weiß nicht, was ich möchte. Ich bin ein verwirrtes Individuum. Kriegt ihr halt ganz viel Mario. Ich hoffe, ihr sterbt dran. Nein, natürlich nicht. Aua. Dummes Luftschiff. Dummer Bosskampf, der ihn immer automatisch trifft, wenn man den Raum betritt, weil da irgendwie so ein komischer fliegender Wurstgumba spawnt.
Nein. So, gib mir meinen geheimen Pilz wieder. Das Level ist schon schwer genug und dann gibt es auch noch so selten Pilze. Ja, ich hab's wieder geschafft. Ich bin immer den zum glücklichsten Menschen des Universums, wenn der Sprung mal funktioniert. So. Alter! Man wird hier so bombardiert mit Scheiße. Da, der geht auch alle 3 Sekunden rein und wirft Panzer. Ja genau, jetzt spuckt noch Feuer. Okay, ignoriere alles. Du hast es geschafft, Zimbelmaster. Ach, da oben spawnen auch noch Goombas raus. Ja! Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Danke für deine Level, Mr. Roblox. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss!